Hallo und herzlich willkommen zur Rambo 5 Last Blood Kritik, der am 19. September in die deutschen Kinos startete und einen Tag später in die US-Kinos. Ein Film, der jetzt schon missverstanden ist, eine Figur, die missverstanden wird und ein Film, der sich mit allerlei Kritik auseinandersetzen muss, die ich so nicht ganz nachvollziehen und verstehen kann. Fangen wir mit den Kritikpunkten an. Die einfach gehaltenen Dialoge. Ja, Rambo war schon immer wortkarg. Er hat schon immer mehr seinen Taten sprechen lassen, als sich mit Worten verständigen können. Und so auch hier. Deswegen, wenn er redet, dann hat es immer Substanz, dann hat es immer eine Bedeutung. Aber wer jetzt schlaue, intelligente, smart geschriebene Dialoge haben will, der schaut sich einen Quentin Tarantino-Film an. Der geht nicht in einen Rambo-Film. Ganz einfach. Und auch, ja, ich kann verstehen, warum sich Ausländer oder Mexikaner sich auf den Schlips getreten fühlen, aufgrund des mexikanischen Bilds, was hier in diesem Film gezeigt wird. Trotzdem muss ich sagen, ich kann sowas alles ausblenden und vor allem ist der Film jetzt nicht repräsentativ dafür, wie alle Mexikaner dieser Welt oder Ausländer oder so sind. Nicht alle sind Schweine, nicht alle handeln mit Frauen, nicht alle sind Vergewaltiger, Mörder oder Gangster. Dann müsste man ja auch sagen, jeder deutsche und österreichische Abstammung ist ein Nazi. Ist einfach nicht so. Auch er, Sylvester Stallone selbst, hatte irgendetwas Ureinwohnerisches und seine Ziehtochter mit ihrer Mutter sind ja auch mexikanischer Abstammung. Also von daher kann man nicht sagen, dass der Film alle über einen Kamm schert. Wirklich nicht. Die Kritikpunkte kann ich absolut nicht verstehen. Ich kann verstehen, dass ein Rambo-Film eindimensional ist. Aber so war schon jeder Rambo-Film. Jeder Rambo-Film war in einer gewissen Art und Weise in ihrem Weltbild und Frauenbild sehr eindimensional. Ja, aber es ist der Geschichte und der Figur Rambo dienlich. Denn letztendlich geht es um Selbstjustiz, um eine Rettungsmission, Rachefeldzug und vor allem um diese Figur, gespielt von Sylvester Stallone. Rambo, John Rambo, der hier nochmal mehr aufspielt. Also ich finde, das ist sogar seine beste Rambo-Performance in allen Filmen, denn man sieht einfach dieses Gebrochene, man sieht das Alter, man sieht die Einsamkeit, man sieht, wie sensibel er ist, man sieht den Krieg, man sieht einfach alles, was er beschützen will, was ihm wichtig ist, was er verloren hat und alles widerspiegelt sich in Slys Gesicht. Und das finde ich sehr eindrucksvoll. Und man hat eigentlich nur Mitleid mit dieser Person, die einfach alles verliert. Und auch sehr eindrücklich hier die erste Szene, das Opening, wirklich ganz stark. Auch da konnte er nicht alle retten und ist ja, traurig, ist enttäuscht. Und so ist auch diese Figur. Und Sylvester Stallone spielt sie subtil, spielt sie dezent und so auf den Punkt gebracht. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass mir das nicht gefallen hat. Und gerade auch die Ausrichtung, die dieser Film hat, denn er orientiert sich mehr an den ersten Teil, an First Blood. Es handelt sich wieder um ein Drama. Es ist kein generischer Actionfilm, wie es 2, 3 und 4 dann letztendlich geworden sind. Rambo hat im Laufe der Zeit seine Identität verloren und meiner Meinung nach findet er sich hier wieder. Denn er orientiert sich schon sehr an First Blood. Gerade was das Drama angeht. First Blood war ein Action-Drama und so auch hier, Last Blood. Die ersten 60, 70 Minuten passiert so gut wie gar nichts. Natürlich, es passiert viel, wie sich die Geschichte entwickelt und all das. Aber die wirkliche Action kommt erst zum Schluss, erst die letzten 20 Minuten. Und die ist dann aber auch so derb, so brutal, so dermaßen in die Fresse, so blutig, so heftig und einfach richtig, richtig toll inszeniert. Aber davor gibt es ja, manche mögen sagen, zu viel Soap-Elemente, es ist zu ruhig, es ist kein richtiger Rambo, aber genau das ist für mich auch Rambo. Und das zeigt nämlich auch der erste Teil. Und deswegen mag ich diese Ausrichtung. Ja, es ist kein Logan geworden. Habe ich auch nicht erwartet, aber ich habe trotzdem mehr bekommen, als ich es gedacht hätte. Denn wie gesagt, es ist wahrscheinlich der Rambo mit der wenigsten Action. Wenn sie dann kommt, dann ist sie definitiv, hat er die krasseste Action von allen Rambo-Filmen. Und Sylvester Stallone im hohen Alter wirkt noch so viel bedrohlicher, so viel krasser,
ehrfürchtiger als in allen Rambo-Filmen davor, das kann ich euch versprechen. Wie gesagt, für mich ist es ein sehr guter Rambo-Film geworden und wahrscheinlich sogar einer der stärksten. Gleich nach 1, meiner Meinung nach. Und ja, Rambo hat es hier mit einem mexikanischen Frauenhändlerring zu tun, die seine Ziehtochter in der Gewalt haben, die sie missbrauchen, misshandeln, vergewaltigen, unter Drogen setzen und verkaufen. Und dass, wie gesagt, nicht jeder Mexikaner das tut oder so ist, ist uns auch klar. Aber es gibt schlechte Menschen auf dieser Welt und das zeigt dieser Film. Gut, hier trifft es einfach die Mexikaner, sei es so. Aber für mich ist das, kann man, wie gesagt, für mich ist es letztendlich nur ein Film und mich interessiert es, ob ein Film gut gemacht ist, ob er funktioniert, ob die interne Logik stimmt und das stimmt einfach alles hier. Ich habe sogar mehr bekommen als gedacht. Wie gesagt, gerade was die Komplexität des Charakters Rambo angeht. Und ich mag das Setting, ich mag den Look, ich mag dieses auf dieser Range, ich mag das Familiäre und all das. Ich finde gut, dass sie mal Rambo aus den Wäldern geholt haben. Dafür hat man ja die ersten 10 Minuten. Aber dass er sich zum Beispiel bei sich zu Hause quasi alle Fallen aufbaut, wenn es dann zu der großen Schlacht kommt und dass es bei ihnen auf der Ranch stattfindet, finde ich nur logisch und konsequent für einen letzten Teil. Und auch konsequent ist letztendlich das Ende. Denn das Ende zeigt uns einen Rambo, der einfach alles rauslässt. Der Krieg begleitet ihn immer und er kann den Krieg nicht loslassen. Auch ganz cool. Er nimmt immer, was heißt cool, aber gut gemacht. Er nimmt auch immer Tabletten dagegen. Dieses PDS-Syndrom kommt auch gut zur Geltung und man sieht einfach die Dämonen. Er sagt selbst, er hat sich nicht verändert. Er unterdrückt es nur. Und am Ende lässt er alles raus und deswegen ist das Ende auch so konsequent und gut gemacht. Und sehr interpretationswürdig, was jetzt nun passiert mit ihm. Aber darauf will ich jetzt nicht mehr eingehen. Klar kann man sagen, dass das Ende von John Rambo, also den vierten, jetzt zunichte gemacht wurde. Denn dort hatte er seinen Frieden und er ist nach Hause gekommen. Denn der Film zeigt jetzt hier, der fünfte Teil zeigt, dass er durchaus seinen Frieden gefunden hat, gerade wenn er hier auf seiner Farm ein Pferd zureitet und das Rambo-Team ertönt, ist einfach toll. Es ist schön, schön zu sehen, dass er diesen Frieden anscheinend hat, aber unter dieser Oberfläche brodelt es. Und genauso wie auf der Oberfläche das Haus steht, alles schick und schön, wo lebt er? Unten drunter in den Tunnels, die er sich dort ja gebaut hat, und das widerspiegelt dann doch wirklich die Figur von Rambo und den Film, und das ist die Essenz des Films eigentlich. Und deswegen ist das Ende auch so konsequent und richtig. Manche würden sagen, okay, es ist schon irgendwie traurig, es ist sehr enttäuschend für die Figur auch, sehr melancholisch auch. Und ja, das wünscht man sich für ihn einfach nicht. Man wünscht sich nicht diesen Abgang. Aber letztendlich ist er einsam, er ist ein Kriegsveteran, der das alles nicht vergessen kann. Der Krieg lässt ihn nicht los und er lässt den Krieg nicht los. So sieht es nun mal aus. So habe ich es auch verstanden. Deswegen, man kann über das Ende streiten. Man kann auch sagen, okay, hat es diesen Film denn gebraucht? Hat es einen fünften Teil gebraucht? Da kann man sagen, nein, hat es nicht. Trotzdem bin ich nicht traurig, denn ich habe so mit dem besten Rambo-Film bekommen, weil er endlich wieder ein Drama ist und kein generischer Actionfilm wie 2, 3 und 4. Und deswegen werte ich ihn auch höher. Was die Nebenfiguren angeht, alle austauschbar, alle generisch, trotzdem ihrer Sache dienlich. Und generell, was Produktion, Musik, Look und angeht, kann ich nicht meckern, sieht toll aus, wenig CGI, abgesehen jetzt mal von der ein oder andere Blut-CGI, aber ja, viel handgemacht und ja, die Action dann in den letzten 20 Minuten, die haut dann rein und davor habe ich ein, ja, für mich tolles Drama. Und die Kritikpunkte, die ich am Anfang erwähnt habe, die sind alle da, kann ich auch durchaus nachvollziehen, verstehen, aber ich kann sie ausblenden. Und die Rambo-Filme waren noch nie Publikums- oder beziehungsweise Kritikerlieblinge, deswegen ja, muss man mit leben.
Schaut ihn euch an und sagt mir, wie ihr ihn fandet. Lasst euch von den Kritikern nicht so manipulieren, denn ja, für mich ist es ein wirklich guter bis sehr guter Film. Und deswegen bekommt er auch 3,5 Sterne, Tendenz sogar nach oben. Ich muss das noch ein bisschen sacken lassen, auf mich wirken lassen. Und wenn ich ihn ein zweites und drittes Mal gesehen habe, kommt meine finale Wertung. Im Moment sind es noch 3,5 Sterne. Und damit bin ich am Ende. Wünsche euch viel Spaß und ja, liked, abonniert, Daumen nach oben, was auch immer. Ihr kennt das Prozedere. Und viel Spaß und bye.